Hallöchen und willkommen zurück bei Fallout 4 in Vault 88. Ja, es wartet ja gar nicht mehr viel Arbeit auf uns, oder? Nein, nur noch die ganze Vault leer räumen. Ja, ich habe überlegt, wir werden auf jeden Fall die ganze Vault jetzt erstmal mit den ganzen verschiedenen Schaltern versehen, damit wir die ganzen Gebiete freigeschaltet haben, bevor wir dann wirklich anfangen hier zu bauen. Hier haben wir den Baumodus nämlich noch nicht freigeschaltet und das wollen wir zuerst ändern. Ich habe mich informiert, beziehungsweise ich wurde... Diese Ghule, einfach widerlich. Beziehungsweise ich wurde darüber informiert, dass man nachher dann tatsächlich die verschiedenen Gebiete als ein großes Baugebiet nutzen kann. Das ist auch ganz gut so, es wäre ja echt sinnlos, wenn wir dann 30 kleine Vaults bauen könnten in einem Tunnel. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Meierlöx? Soll ein Scherz sein, oder? Meierlöx, alles klar, Meierlöx. Ach, was ist das denn? Was? Was soll das denn werden? Okay, so stark sind die gar nicht. Ein legendärer Albino-Meierlöck-Jäger und der ist total schwach. Einzig stark an dem war der Name. So, komm schon, Kyri. Drauf da. Komm schon, Kyri. Kyri. Ja, in den Rücken zu schießen bringt sowieso nicht so viel bei Meierlöcks. Komm, Kyri, ein Schlag. Dankeschön. Meine Güte. Ach, wir sind wieder überladen. Dieses blöde Überladensein, das ist echt furchtbar. Und fängt vor allen Dingen direkt wieder damit an. Aufbereitetes Wasser, weg damit. Was hast du denn? Metallrüstung sparen wir uns mal. So. Was ist das denn? Och nee. Och nee. Keine Meierlöck-Königin. Das spielen wir jetzt gerade nicht gut mit mir. Was haben wir denn für schicke Waffen dabei? Kampfflinte. Ah, wir bräuchten eigentlich jetzt einen Raketenwerfer oder sowas in der Richtung. Diese Meierlöck-Königin, immer wieder furchtbar. Aber okay, ihre Stärke hält sich ja stark in Grenzen. Wir nutzen mal einen Red Away und dann ein bisschen aufbereitetes Wasser. Das sollte gut heilen. Wir nehmen noch ein bisschen mehr Fleisch und Bohnen. Meierlöck-Fleisch, Insta-Püree, Kartoffelchips. Warum nicht? Red Away. So. Ja gut, da haben wir wohl den Tunnelvorteil. Naja. Als normale Meier oder Königin sind auch kein Problem mehr. Gut zu wissen. Ich habe die Kronkorken genau gehört, meine Große. Ich möchte die Kronkorken da aufheben. Ich bestehe auf meine Kronkorken. Ich wurde übrigens gefragt, um welches Extra es sich dabei handelt mit den Kronkorken. Wir können mal ganz kurz nachgucken. Wir haben noch einen Stufenaufstieg. Das war doch irgendwo hier, oder? Moment. Nee, hier. Schatzsuche. Schatzsuche. Du findest mehr Kronkorken in Behältern und es bestimmt, dass deine Gegner explodieren. Das war die Fähigkeit. Schatzsuche 4. Ich wurde mich gefragt, welche Fähigkeit das genau ist, die diese Kronkorken aus den Gegnern platzen lässt. Jetzt weißt du Bescheid. Stimpaks und Gleisbolzen. Okay, das Gleisgewehr. Das sieht ja spannend aus hier, oder? Seht mal, ein richtiges Pumpwerk, oder? Ja, ein Pumpwerk. Interessant, interessant. Okay, trotzdem fehlt hier die Steuertafel. Und da können wir hier auch alles bebauen. Das ist wirklich... Also die Vault ist schon... Ich würde nicht sagen groß, aber... Die ist verdammt riesig.
ist schon riesig. Und ich wurde übrigens gefragt oder darauf hingewiesen, die Vault vielleicht ohne euch freizuräumen. Das heißt, was ist jetzt schon wieder? Was ist denn los? Also alle wollen mich überraschen in letzter Zeit. Ja, ich wurde gefragt oder mir wurde gesagt, dass vielleicht eine ganz gute Idee sei, ja, das ganze Aufräumen der Vault nicht mit aufzunehmen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so mache. Da ist ja irgendwo dazugehört. Ich meine, der Vault-Tech-Workshop umfasst ja nur, in Anführungszeichen, diese Vault hier. Und dann sollten wir vielleicht einfach das auch zusammen machen. Ich weiß nicht genau, es wird natürlich sehr, sehr zäh, hier rumzulaufen und nur die Sachen aufzuräumen, aber... Ah, ich weiß noch nicht. Also das Sammeln der Steuertafeln hier und damit auch das Entdecken der Vault, das mache ich auf jeden Fall mit euch gemeinsam. Inwiefern ich sie dann auch mit euch aufräume, das überlege ich mir nochmal. Ach, das ist die Steuertafel ja schon. Dankeschön. Okay. Und hier haben wir nochmal Stimpak und Redex. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was hier von der Größe her geboten wird. Was denn jetzt schon wieder? Was? Red Skorpion? Was zum Teufel? Kyri, mach was! Kann das sein, dass ich irgendwie jeden Gegner total überschätze? Was ist denn los? Einstellungen, Gameplay. Wir spielen auch sehr schwer. Was ist denn los? Wenden wir mal den Munitionssparmodus bei den Red Skorpionen an. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh, aua! Oh wow, gibt's denn wehgetan? So, Kyri, du machst das super. Ein Skorpion vergiften ist auch irgendwo gemein, oder? Komm schon. So. Und das sieht doch soweit ganz gut aus. Boah, sehen die eklig aus, die Augen. Meine Güte. Ihr ekelhaften Mistviecher. So. Okay, dass da jetzt noch ein Red Skorpion kam, war dann doch recht überraschend. Boah, ist das verstrahlt. Pfui, pfui, pfui. Red Skorpionfleisch nehmen wir mal mit. So. Okay, ich hoffe, das war's jetzt. Bitte keine weiteren Überraschungen mehr. So, der östliche Sektor. Wir können hier auch alles verwerten. Es ist schon viel. Vault 88 erforschen, abgeschlossen. Was? Das war's. Ich meine, wir können hier wirklich alle Baustücke verwerten, aber das hier nicht, oder? Nee, das wäre auch echt zu viel des Guten. Was? Vault-Tec Wasserpumpe produziert 100... Der Spaß funktioniert sogar, das ist eine richtige Pumpe. Nee. Ich kann die ganzen Bahngleise entfernen. Ja, ist ja auch logisch. Wir müssen ja die Verbindung herstellen. Ja, ich verstehe schon. Dass die Pumpe funktioniert, ist aber Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Aber wie bekommen wir hier Strom hin? Indem wir es bauen wahrscheinlich. Moment, rein Interesse halber. Wie viel Strom brauchst du? 20. Energieleitung, das ist aber auch neu hier.
Leitungsknotenpunkt. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Logikgatter? Was? 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 Förderbänder. Ja, okay, das macht Sinn. Das war ja jetzt durch die, ich weiß gar nicht, durch irgendein Update. Also es sind jetzt die ganzen Bau-Updates erschienen. Wir brauchen 20 Strom. 100 Voltec-Generator. Krass. Voltec-Superreaktor. 500 Strom. Kristall. Wie viel brauchst du? 100. Ne, produziert 120. Ich bin so blöd. Ich kann mir die Zahl nicht mal merken. 20. Zwei große Generatoren. Wir könnten die betreiben, theoretisch, die Pumpe. Das machen wir, glaube ich, auch, oder? So. Warum geht denn das nicht? Vielleicht geht das ja auch nur, wenn wir, ich vermute mal, dass wir dafür gar keine anderen Generatoren nehmen können, außer die der Vault selber, oder? Wir können das Stromkabel auf jeden Fall nicht anbringen, keine Ahnung warum. Okay, lagern wir die mal ein, die Generatoren. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Keine Ahnung. Alles noch leicht verwirrend hier. So, haben wir jetzt keine aktive Aufgabe mehr oder haben wir eine neue bekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bau den Aufseher-Schreibtisch. Ja, macht Sinn. Haben wir jetzt hier wirklich alle Bereiche freigeschaltet? Dann ging das ja auf jeden Fall schon mal schneller als gedacht. Dann können wir hier schon mal ein paar Sachen verwerten. Gott, ist das viel. Okay, ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist, dass es lange dauert, hier alles aufzuräumen. Uran. Ne. Kalkstein. Uran. Kalkstein. Kalksteinwand. Beton. Uran. Uran. Was ein Witz, oder? Wir bauen hier einfach Uran ab. Kalkstein, dadurch bekommen wir noch mehr Beton, Uran, Uran, Kalksteinwand. Was zum Teufel? Ein riesiger Uranspeicher hier, das ist aber nicht gesund. Das sieht man auch an unseren Strahlungswerten. Uran. Überall Uran, um Gottes Willen. Kalkstein, Kalksteinsäule. Na, Kyri. Kyri? Danke, Kyri. Vielen Dank. Ah, okay, das ist er. Ich wollte schon was sagen. Was? Ach so. Totenkopf-Skorpion oder sowas. Ja, ihr mich auch. Inventar. Hilfsmittel. Hier, ich esse deine Art, Genossen. So. Right away. Totenkopf Red Skorpion. Okay.
Also der Totenkopf-Skorpion macht mir Angst, der Rest ist eigentlich ganz in Ordnung. Kyri, du schaffst das. Ich bin stolz auf dich. Haben wir noch irgendwas Explosives dabei? Natürlich, so einiges. Vorsicht, Kyri! So, so viel zu deinem Stachel, aua. Oh nein, Kyri ist außer Gefecht gesetzt. Ich hätte gerne mein... Wo ist es denn? Aua, übertreib nicht. So. Na, kommt. Ich glaube, das war's. Boah, wie die aussehen. Schöne Überraschung auf jeden Fall. So. Verkrüppelt. Erledigt. Aber wo ist jetzt der Totenkopf-Skorpion hin? Hier war der. Na komm, du Feigling, zeig dich. So. Tja. Mit mir legt man sich besser nicht an. Oder so ähnlich. Und noch mehr Gegner. Na komm, Kyri, steh mal auf, bitte. Ich glaube, der kommt nicht mehr aus dem Boden raus, der Skorpion. Dann wechseln wir mal schnell den Baumodus. Und räumen wir ganz schnell die Höhle leer. Meine Güte. So, Uran. Kalkstein, Uran. Uran. Kalksteinwand. Noch mehr. Was zum Teufel, Leute. Also wir können sehr viele Reaktoren bauen. Und ihr seht, wir werden hier auf jeden Fall nochmal richtig mit Gegnern konfrontiert. In der Vault. Also Friede, Freude, Eierkuchen, nix da. Ein beschleunigtes Jagdgewehr brauchen wir nicht unbedingt. Kyri, einschlagen, wir sind hier fertig. Komm schon. Dankeschön. Ja, mir auch, Kyri. Mir wäre es auch lieber. So, was ist das denn hier für Uran überall? Boston Bugle, ein Teddybär. Ein gesprungenes Todeskrallenei. Nein, bitte keine Todeskrallen.
Endet hier jetzt der Weg? Scheinbar schon. Zuckerbomben. Also Red Skorpion ist echt gemein. Also die kann ich gar nicht ausstehen. Fallout 3 des Grüßen, da war die auch schon furchtbar. Oder die Red Skorpion Königin in Fallout New Vegas, war auch nicht schlecht. Schön drauf da bitte, Kyri. Aua. Aua. Das freut mich, Kyri. Das freut mich wirklich. Boah, das darf ja nicht wahr sein. Also ihr seht das, leicht oder angenehm ist das Ganze hier nicht. Wir werden hier wirklich mit richtig vielen Gegnern konfrontiert. Right away. Also ist schon nicht schlecht. Dann wäre ja auch langweilig, wenn das hier alles so einfach wäre. Wir nehmen hier auf jeden Fall alles mit. Warum ist hier ein Wachbot? Ich frag mal gar nicht erst. Uah. Oha. Warum ein Wachbot, der mit Raketen schießen kann? Was zum Teufel? Ich frag gar nicht erst. Ich frag gar nicht, was hier vor sich geht. Okay. So viel dazu. Und weg mit dem Uran natürlich. Fusionskerne, Raketenmunition. Ah ja, Kyri, es war ein Wachbot, das ist alles okay. Mehr ist sie aber nicht? Nein. Ist ja mal sehr interessant. Uranvorkommen, wisst ihr? Die Entwickler sind mir auch Nasen, ey. Das darf ja nicht wahr sein. Uranvorkommen. Ich meine, ja, man braucht natürlich Uran für die Reaktoren und so weiter und so fort, aber Uranvorkommen, da muss man erstmal drauf kommen. Na gut, das hätten wir dann. Hier können wir auf dem Weg dann noch einiges mitnehmen. Ja, wie gesagt, damit haben wir grob zumindest schon mal die, die Bereiche alle freigeschaltet, glaube ich. Also das ist ja echt der Wahnsinn. Wie kommt man hier jetzt überhaupt nochmal rein? Okay, die Vault-Tür ist vorgeschrieben. Hier können wir schon alles verändern, wenn wir wollen. Eine Pip-Boy-Kiste. Ach, ich find's so genial. Das ist schon der Wahnsinn.
Aber wie bekomme ich hier jetzt ein Leitungssystem hin? Okay, so können wir hier Leute hinholen. Das ist sehr interessant. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Da haben wir also den Energieraum sozusagen. Hier haben wir die Security. Also, um Gottes Willen, wir haben jetzt so viel Arbeit vor uns, Leute. Eine ganze Vault bauen. Wisst ihr, was das heißt? Ach du Schande, nee. Vault. Breite Korridore, Atrium. Ihr wisst, dass es unglaublich viel Arbeit wird, oder? Das wird unglaublich viel Arbeit. Aber ich freue mich drauf. Es wird viel Arbeit, aber sicherlich eine schöne Arbeit. Ganz kurz zur Orientierung. Man kommt da rein. Da müsste hier jetzt eigentlich wirklich so eine Art Aufenthaltsraum hin. Aber vielleicht gar nicht so groß. Das müsste eigentlich reichen. Innenecke. Oh Gott. Säule. So. 1, 2, 3. Nee, 1, 2 Ecke. Das heißt, das kommt schon eingelagert. Stattdessen kommt hier eine Ecke hin. Richtig. Richtig. Atriumwand Mitte. Okay, es gibt eine Atrium-Ecke Mitte. Sehr interessant. Also es ist echt. So, Atriumwand Mitte, wo war sie jetzt hier? Ja, wobei das auch eigentlich zu groß ist, oder? Dann lieber hier einlagern und einlagern, wir machen das noch ein schmaler. Finde ich sogar schöner optisch, weil wie gesagt, es ist ja nur dieser kleine Empfangsbereich. So, das reicht allemal. Dann würde ich gerne. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Ich brauche jetzt. Nee, ich brauche jetzt noch einen Boden.
Atriumwand unten. So, Fenster und Eingang. Dann brauchen wir jetzt die Böden. Gibt es denn vielleicht, Moment, breite Korridore, Versorgung, Innenbereich? Das heißt, wir könnten das wirklich machen? Geht das? Können wir das wirklich so einfach hier implementieren? Ne, nicht Türen, Atrium. Dann müsst ihr oben ja theoretisch auch. Moment, nee. Tür, nee. Boah, Leute, es ist schon anstrengend. Moment. Wir brauchen jetzt wieder oben quasi nochmal Eingang unten. Eingang Mitte. Eingang oben. Ja, okay, das funktioniert, aber dann brauchen wir trotzdem noch einen Boden. Wir brauchen trotzdem einen Boden. Können wir denn trotzdem jetzt hier oben noch so einen Eingang drauf bauen? Nein. Einlagern. Dann mal ganz kurz. Gelände. Was ist denn, wenn ich jetzt... Oh Gott, es wird immer komplizierter. Wir machen das. Ganz kurz. Wenn wir jetzt, Atrium. Einen Eingang oben hier hinbauen. Können wir davor jetzt irgendwas machen? Nein, okay. Heißt im Klartext, dass wir das nicht machen können. Wäre das nicht genau das Richtige hier? Da kommt da stattdessen das Fenster hin. Theoretisch, Moment. Atrium, Wand unten. Wand, Ecke unten. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Wir brauchen eine Wand und ein Fenster eigentlich. Hier ein Fenster. Fenster Mitte ist falsch. Oh, ist das kompliziert. Fenster Mitte kommt dahin. Wand unten. Ja. Kommt hier hin. Nee, kommt nicht. Da kommt... Fenster unten hin.
ist das nicht die richtige Lösung? Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen auch vom Kommentieren her ein bisschen verwirrt, aber ich brauche halt ein bisschen. Ich muss das jetzt alles mal hier ausprobieren. Ja. Nee. Nee. Boden, okay. Können wir hier keine Wandmitte einsetzen? Doch. Aber falsch rum. Theoretisch fehlt da jetzt nur noch... Moment. Gibt es da keine Wand unten ohne... Es gibt keine Wand unten ohne... Fläche, oder? Wandmitte. Nee, so. Moment. Wir können doch hier direkt so eine Ecke unten ansetzen, oder? Ja. Nee, nee. Da war's. Es geht. Es geht auf jeden Fall. Oh, ist das super. Also es ist sehr, sehr anstrengend, aber es macht richtig viel Spaß. Also ich hoffe zum Zuschauen ist es nicht so zäh, jetzt hier die Wall zu bauen, aber es macht richtig Spaß. So. Können wir denn hier... Was ist denn das überhaupt? Diese Fläche da. Ist das nicht vielleicht als Fertigwand irgendwo? Wie so gut wie alles? Da sage ich ja. Also es ist schon nicht schlecht. Also es macht, es ist der Wahnsinn. Es geht vor allen Dingen sehr locker von der Hand. Gibt es das nicht auch? Darf doch nicht wahr sein. Man kann einfach die Fertigwände für alles nehmen. Seht mal. Und ich mache mir so eine Fummelsarbeit hier. Hier das gleiche Spiel nochmal. Wie war das nochmal? Hier hinten irgendwo. Hey, wo war das denn jetzt? Das heißt, nein, er kann das hier alles weg. Ja, Fertigwände sind vielleicht nicht das Kreativste, aber es ist eben sehr, 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 sehr angenehm, damit zu bauen. So, hier haben wir dann die Wandmitte nochmal. Die können wir hier auch hinsetzen.
So, und darauf kommt, daran kommt dann diese Fertigwand. Also mit den Fertigwänden geht das super einfach von der Hand. Ihr seht es ja. Einmal die Fertigwand dran. So. 1-1, dann kommt die Fertigwand mit zwei Türen. Daneben. Daneben kommt die Fertigwand mit zwei Fenstern. Hier hinten rein kommt diese Treppe. Moment. Nee. Innenbereich, genau. Jetzt will er hier aber nicht. Warum willst du da nicht? Weil du falsch oben rauskommst. Hä? Ach, ich bin blöd. Es ist eins zu weit vorne. Ich verstehe schon. Wir müssen hier noch... Ist alles richtig. Es ist alles richtig. Da kommt die Treppe hin. Das heißt, hier kommt dann... Jetzt wird es wieder kompliziert. Wie haben wir es denn hier gemacht? Fertigwand... Atrium, Boden und dann eine Ecke. Atrium, Boden, Boden, hä? Warum bappt denn die nicht an? Da bappt die an. Das ist auch noch ein bisschen merkwürdig, dass das nicht immer funktioniert hier mit diesem Ansaugen. Das geht... Hier innen geht das, aber hier nicht. Darf ja nicht wahr sein, ich krieg gleich die Krise. Bapp da an. Sag nicht, dass es hier wie den blöden Leichenteilen. Kann ich mir zwar nur schwer vorstellen, aber... So. Ob das jetzt so richtig ist, ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt ein bisschen blöde. Weil man da eben nicht direkt so anbappen konnte. Aber okay, das funktioniert ja schon mal.
Es ist wirklich das einzig Blöde, was mir momentan auffällt, dass teilweise die Wände und Böden nicht das machen, was ich will, was sie machen sollen. Jetzt aber. So. Dann nehmen wir noch ganz schnell den Boden hier und dann war es das aber erstmal. So. Meine Güte. Im Groben haben wir es erstmal geschafft, oder? Inwiefern wir die Decke hier durchziehen können mit den Schrägen, ich weiß es gar nicht. Geht das überhaupt mal ganz kurz Interesse halber? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Na gut, Leute, wir probieren das beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und zumindest ein Grundkonzept haben wir schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Fallout 4. Mann, macht das Spaß. Ciao, Leute. Let's go, pal.